Willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Wir sind wieder in der Werft, weil ich hier noch eine erste Schaut übersehen habe. Hieß es. Und ich will mir auch denken, wo die ist. Alleine, weil ich alle Bosse hier geklärt habe. Andererseits habe ich neben den Bossen auch noch eine ganze Menge anderes Zeug geklärt. Deswegen wir einigermaßen durchkommen sollten, weil die Abkürzung habe ich ja freigeschaltet. Hier war noch ein NPC, den ich rufen konnte, der wird mir ein bisschen helfen. Redley von der alten Garde. Warte, war der letztes Mal schon da? Ich glaube, das war ein anderer. Ich glaube, du Redley ist da immer. Ja, egal. Das heißt, du bist schon weiter vor, noch nicht mit dem Lagerfeuer. Ja, ich hol mir jetzt einfach kurz die erste Scherbe. Und stürze hier nicht ab. Stürze nicht ab, sehr gut. So, hier waren ein paar von diesen Langarmviechern. Da oben waren noch Wahrärger, die mir gleich entgegenspringen. Und hier drin waren auch noch Gegner, glaube ich. Okay, in letzterem habe ich mich geirrt und hier ist schon das. Die ersten zwei von denen. Dass sie halt diesen scheiß Blutungsschaden machen. Oh, und der macht seine Blitzlanze mal in aller Ruhe. Okay. Na gut, mit einem werde ich fertig. Und jetzt halt, das bringt dich zu blocken wegen ihrem scheiß Blutungsschaden. Anders als dieser Schmiedehammer ist halt richtig hart GG. Alter, dieser Schmiedehammer ist ja mal so geil. Gut, allerdings nur für einen Moment, weil der braucht Fummeltüte nicht zum Aufwerten. Und das heißt, der wird nicht ins Late. Und das heißt, im Late skaliert der jetzt nicht so übertrieben gut. Mann, ich Jungs. Ah, doch, ein YouTube für die Webcam. Aber mich hat's ja gerade gejuckt. So, also, dann gehen wir hier wieder raus. Lol, der hat ein Estus-Flakor. Da hat er einen Phantom Estus-Flasks. So, da oben sind noch diese Hunde. Aber die kommen hier, glaube ich, nicht runter, weil da der Zaun im Weg ist. Zumindest in dem Punkt hatte ich recht. So, und dann war ich hier. Schatten erstmal. Two hit. Oh, noch ein Schatten. Backstab! Irgendwas wirkt daran falsch, wenn man einen Assassinen backstabt. So, also nicht die Dinger, nicht die. Und kaputt machen! Wollte ich gerade noch gesagt haben. Was ist hier gelootet? Eisenpfeil mal 3. Na gut. Oh, kein Gift. Wieso? Egal. Duftzweig? Ah, das. Ah, und Flammenschmetterling und. Ja, schön, dass du mich healst, aber ich bin immer noch vergiftet. Okay, never mind. Da war nicht die erste Scherbe. Wo sind die dann? Aber gut, ist ein Duftzweig. Auch gut, weil ich hatte nämlich nochmal zwei verschiedene Typen, wo ich nicht weiß. So, heil mich nochmal. Ja. Okay. Also ich liebe NPCs, die einen heilen. Sowas ist cool. Keller von dem hier vielleicht? Ich weiß nicht, würdest du. Sowas ist, wie manche sagen würden, hart GG. Hier war ich, glaube ich, noch nicht drin. Also, hier könnte es sein. Da ist ein Wahrärger, aber bloß einer. Vor dem habe ich jetzt nicht wirklich Angst. Beimchen bei Mama. Hallo. Hallo, Gragas. Who are you? I, Gavlan. Das ist, der ist echt super. Er ist. Psst. Gavlan Deal. Gavlan wants soul. Many, many soul. What you want? With Gavlan, you will, you deal. Der Typ ist so ein geübter Säufer, der kann ganz normal reden, während er sein Bier durch den geschlossenen Helm trinkt. Was? Du bist in der Werft immer noch, oder? Ja, der verkauft mir Giftpfeile. Ach, der. Und vergiftete Wurfmesser und faules Harz und giftiges Moos. An den habe ich mich gar nicht mehr dran erinnert. Und ein Ring der Riesen erhöht die Balance. Das ist ganz nett. Gib mir den Gegenstand, große Seelen eines verlorenen Untoten und einen Lebensstern. Hast du noch irgendwelche Dialoge?
Gavlan, what? With Gavlan? You go home. Ist hier eine Abkürzung? Aber anscheinend war da unten die Estus Flask. Ja, die Estus Shard. Ich bin schon wieder so eine scheiß Ding hängen geblieben. Alter! Ja, visier den Hund unten an der Klippe an und auf gar keinen Fall den Gegner direkt vor dir! Meine Fresse! Alter! What the fuck? Ja, ist gut. Ach, jetzt visierst du überhaupt nicht mehr an, okay. Ach, hier bin ich jetzt. Die Bugs sind ja so echt super, wenn dann plötzlich irgendwie Leichen runterfallen und du erschreckst. Hallo, wenn eine Leiche runterfällt, ist das nicht Bugs, sondern Ragdoll, glaube ich, ja. Ja, das sind aber trotzdem Bugs, die so nicht auftreten sollten. Wie soll ich das Lebensstab benutzt? What the fuck? Okay, in dem Teil der Werft waren wir noch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich das Schwert finde. Aber gut, killen wir mal kurz ein paar Leutchen. Ja, echt interessant zu wissen, wo ich das nochmal herkriege. So. Hier ist noch eine Kiste. Okay, heute ist Looting-Trip. Ja, was hinter mir? Mag's nicht. Ja, ich habe gesehen, dass ich diesen Typen verkaufen kann. Banditen-Axt, Banditen-Kapuze, Banditen-Rüstung. Okay, das Banditen-Zeug. Was? Okay. Warte, ich habe doch als Bandit gestartet, oder? Brad. Ja. Nee, das ist anderes Banditenzeug. Besser, aber nicht gut. Wobei, der Helm könnte besser sein. Ich glaube, ich will da nicht rein, aber ich muss trotzdem. Diese. Wie heißen die? Nee, der war egal. Diese. Ich weiß nicht gerade so wirklich, wie diese Wesen heißen, die. Gefühlt, die glaube, die haben drei Arme oder was das auch sind. Diese Ultra, diese mit 10 Meter Arm? Ja. Ich nenne sie immer Ungesichter, weil sie aussehen wie die Ungesichter aus Fire Emblem. Sie sehen ein bisschen aus wie so ein. Wie ein mutiertes Metank. Wow. Hast du Fire Emblem Fates gespielt? Sehr schönes Spiel. Danke für das Menschenbild. Ja. Dies ist die Hardware zu, würde ich das mal let's playen. Tut's aber nicht. Wie ich halt die in dieser Hunde fast kille mit einem Schlag. Und wieso looten eigentlich die Hunde immer Menschenseelen? So, und du Scheißschütze, du hast mich so oft gekillt, während ich hier durchgelatscht bin. Große Seele eines kleiner, glatter, seidiger Stein. Was ist das schon wieder? Und hier geht's nochmal hoch. Okay, wieder außen rum. Also, die Estus-Shard sei wohl doch in dem einen Haus gewesen. In dem ich gewesen bin. Ist nochmal hingelaufen. Ich hab ihre Maske abgenommen, yay. Bin die gut angeschaut. Okay. Du da, komm her. Die Reichweite ist von diesem Teil auch echt sehr. Da ist irgendwas hinter mir. Oder habe ich die Scherbe aufgehoben und hab's bloß nicht gesehen? Ich weiß, dass hier Gegner sind. Ich habe nicht zufällig noch eine Möglichkeit. Nein, habe ich nicht. Leider keine Fackel, um hier das. Aber die sind auf jeden Fall ziemlich nervig. Ach, die unnötigste Treppe hier an der Werft. Wird. Goddammit. An die falsche Estus-Shards waren noch hier hinten, oder? So und so, ich habe keine Estus-Shard. Okay, dann habe ich sie. Also, ich habe sie auf jeden Fall mal nicht versehentlich aufgehoben und nicht gemerkt. Wissen wir schon mal so viel. Also, in dem Gebäude müsste das dann sein. Scimitar. Muss gleich niesen. Komme ich auch nicht hoch? Nachricht lesen. Verdammt teuer. Ach so. Bug des Jahres. Wow. Ah! Hm? Doppelte Wand.
Und Titanitkäfer. Ich krieg dich, wenn ich nicht in dieser scheiß Truhe hängen bleib mit meinem Schlag. Ja, die Jagd nach den Titanitkäfern. Zwei Titanitscherben und eine große Titanitscherbe. Also, naja. Hallo. Im ersten Teil waren die irgendwie besser. Hast du garantiert Funkeltitanit von denen gekriegt und vielleicht noch Dämonentitanit, wenn du Glück hattest. Manchmal sogar zwei Funkeltitanit. Wow! Ich hab einen Pfeil im Rücken. Ja, ich kenne diesen Typen. Genau genommen hatte ich die Gene gerade durch die Rüstung. Ich habe nicht zufällig irgendwo noch einen Bogen oder so. Ja, Ring des königlichen Soldaten. Oh, der ist schön. Was macht denn der? Erhöht seine Belastbarkeit, glaube ich. Ich sehe den gerade überhaupt. Ah, da. Erhöht maximale Belastung. Also quasi sowas wie der Havelring. Und der ist ziemlich cool, wenn du zum Beispiel das große Schwert und deine das Kettenhemd tragen möchtest. Ja. So. Und dann, wo haben wir denn die... Da, Drangleic Kettenhemd. Ich hab keine... Jetzt sehen wir aus! Der Helm passt so überhaupt nicht ins Bild. Aber ist halt der Beste. Ja, warte. Aber die erste Schale ist immer noch nicht, oder? Nein, du hattest nur jetzt... den Ring. Wo hast du den Ring bitte bekommen? Ja, da war eine doppelte Wand in diesem einen Haus unten. Weiter unten? Nicht ganz unten, aber... Dort, wo dieser da, wo die ganzen Giftfässer waren. Weg war. Ja. Da, wo die ganzen Giftfässer waren. Ja, wo ist die erste Schad? Ich weiß schon, warum ich die Werft nicht mag. Abgesehen vom Loot halt. Deshalb... Da gibt's halt den Ring, Schad und ein schönes Schwert, das ich haben möchte. Ich muss mal dazu durch. Hallo. Okay, aber wo ist die scheiß Scherbe jetzt? Bin ich komplett behindert? Ich mag diesen Bogenschützen nicht. Da, wenn ich den erwische. Weißt du, wenn du versuchst, die Gegner zu pullen und die dich einfach ignorieren. Der einzige, der dich nicht so ignoriert, nicht. Ist der Bogenschütze, der von oben die ganze Zeit versucht, dir das Leben möglichst schwer zu machen. Wo könnte die Schad sein? Oh, das ist Öl, das ist Öl. Ja, das ist Öl. Ich gehe nochmal hier rum. Da habe ich die meisten Gegner inzwischen auch ausgerottet. Irgendwie nach meinem zweiten Schlag viel weniger Schaden, habe ich das Gefühl. Oder der macht Prozentschaden, kann auch sein. Das und die Anzeige stimmt nicht, das kann auch sein. So, euch habe ich ausgerottet, ne? Ne, der Hund lebt noch. Au! Ich hoffe, ich habe noch ein paar andere Items, die noch nicht meine Ausrüstung ja, habe. Also hier auf keinen Fall nichts. Ich wollte nur auf die andere Seite. Menschenbild. Ach, dich vergesse ich jedes verdammte Mal. Hm? Das ist so ein Soldat, der mich jedes Mal erwischt. Und ich vergesse ihn jedes Mal, dass der kommt. Und jedes Mal erwischt er mich. Den göttlichen Segen packen wir auch mal da rein. Hier habe ich keine Lust. Da ist noch ein Hund, der respawnt ist, okay. Mein erstes Ziel ist und bleibt jetzt erstmal. Ja, genau, das zum Beispiel nicht zu machen. Ich wollte sagen, möglichst wenig Leben. Möglichst wenig Leben zu verlieren, aber. Ah, warte mal kurz, was? Ach, der ist... Wieso ist da hinten einer? Das weiß ich nicht. Oh, mit denen habe ich immer noch unter... unter 70%. Muss man unter 70% oder unter 75% Belastung? Unter 70%, glaube ich, oder? Ah, okay, dann aber meint. Da ist eine Seele. Wo ist denn gerade das Ding, was ich gerade gelootet habe? Da. Ich komme nicht mehr hoch. Muss ich da rumlaufen? Ach hier, war ja gerne. Ich bin ja blind. Wow. So. Ah ne, Quatsch, hier unten wollte ich hin. Ich höre einen Hund. Und dich, wieso respawnt ihr noch? Habt ihr dich noch nicht zehnmal gekillt? Habt ihr irgendwie dich schon zehnmal gekillt? Jetzt wäre ich habe mich geirrt. So, dann bleibe ich nur noch das hier als Möglichkeit, wo die Schad sein könnte.
Ach stimmt, da unten an der Werft ist den Boss mache ich jetzt auf keinen Fall. Nicht mit dem Leben. Hat sie ge. Never mind that. Wo ist diese scheiß Shard? Ach, in School of the First Sin liegt die woanders. Schönen Dank. Ich google es aber jetzt. Ach, Leute, ist noch eine Truhe. Wenn die jetzt da drin ist. Hallo. Titanitscherbe. Ah, fast. Hä? Wo kommst du? Ach so, du bist da hinten aufgestanden. Ach, die war ich noch gar nicht, oder? Doch, da war ich vorhin schon. Okay. Dass ich dich gepult habe, aber deinen Kumpel nicht. Weiß auch nicht, irgendwo hier weiß ich, dass auch eine Fake-Truhe ist und die möchte ich möglichst nicht dran. Ja, das ist eine Truhe mit einer Armbrust, wenn ich weiß. Aber das war die mit dem Blob. Ich weiß war noch nicht, ob ich mit Gift-Banditen-Axt. Nein. Okay, Moment. Gegen. Ach Leute, ich hab's ja auch noch. So, gegen die oben will ich jetzt nicht kämpfen, also einfach Fackel anzünden. Ich fühle Rüstung, das wird sehr knapp bei mir werden. So, ich überlege gerade, wo könnte ich noch hin, wo ich noch nicht gewesen bin? Also, bis jetzt, wo könnte die Scherbe sein, wo ich noch nicht gewesen bin? Ach ja, hier drin waren die Typen ja dann trotzdem Akku, trotz Licht. Ja, mich. Ja, weil ich friete die doch mit der Kammer. Also, kann ich die ja. Dark Souls, nee, Jumpscares brauche ich. Für dich. Yeah. Schön, dass es die auch die potenziellen Interessen. Wie sie überhaupt nicht interessiert, dass ich ihre Kollegen kille. Ich weiß nicht, mich erschreckt jedes Mal das Geräusch, wenn die Gegner sterben, hört er dieses Geräusch von dem raschelnden, von raschelnden Ketten. Ja. Ich weiß nicht, von welchem Game ich das habe, aber ich habe dann immer sofort die Vermutung, dass dann hinter mir noch jemand steht. Zwei. Okay. Ich weiß nicht, warum die Typen drin keine Angst vor den Fackeln haben. Und Blutung, oh Gott. Noch einen Stein. Ein Lebensstein, einen alten schimmernden Lebensstein. Und mit dem muss ich es schaffen, mir das Schwert zu besorgen. Wieso sind die so aggro? Das hat vieles, aber keinen Spaß. Hä? Warte mal kurz, ist da noch jemand? Ja, da oben. Hey! Komm und spiel mit mir. Und ich wieder hinterrücks von hinten. Hinterrücks von hinten? Ja, ich weiß, das war eine Doppelung. Deine Wortgewandtheit haut einen um. Ja, gebe ich zu, weiß ich. Okay, Fackel wieder anzünden. Ich würde jetzt ja gern absichtlich der Besteste sagen, aber allein schon im jetzigen Gebrauch möchte ich mir dafür gern die Zunge abschneiden. Ach ja. Doch, du hast Angst vor dem Ding, okay. Das wäre ganz komisch, manchmal triggert deren Feuerangst nicht so richtig. Weil da sind zwei im Haus, die haben irgendwie keine Angst vor Feuer. Oh, wir haben jetzt hier eine Gruppe, wir haben jetzt Dread, kann ich beschwören. Und Dreadley von der alten Garde wieder. Ich glaube, wir nehmen Dreadley mit, weil ich nicht mehr lange durchhalte. Er hat jetzt nur drei Hits gebraucht. Die manchmal schlagen die auch durch einen durch. Das ist ganz komisch. So, und hier oben waren die Truhen. Ja, die eine mit der Armbrust und die andere. Hier war sonst auch nichts. Oh, Leute, der hat was fallen gelassen. Was willst du? Hau ab. Wörtlich von der alten Garte. Langschwert. Garde. Die looten ganz solide, diese Typen. Ramponierte Stoffkapuze ist zwar nicht gut, was die looten, aber sie looten. Muss ich hier hin? Wir haben auf jeden Fall einen schönen Wolf. Aber wo ist diese. Aber ich war ganz ernst, wo könnte diese Kackscherbe noch sein? Die ist nur woanders, aber sie ist noch da. Aber sie muss innerhalb. Die muss auf jeden Fall in der Werft sein. Ja, ja. Weil ich gerade überlege. Ach, stimmt, der Bradley. Das meintest du vorher. Ah, sehr gut, dass ich mir den gerufen habe. Kommt der unter. Kann das sein? War ich hier irgendwo noch nicht? Weil ich weiß, dass eine Scherbe noch zu finden ist zwischen der Werft und dem Weg zur der Festung vorher.
Die habe ich, glaube ich. Oh, da war ärgerlich, erinnere mich. Im Wasser. Ich weiß nicht, ob das eine andere ist, aber das ist die einzige, die ich jetzt noch kenne. Warte, im Wasser? Ja, da war, und dieser Kanalisation. Warum fliegen da immer plötzlich irgendwelche Leichen herum? Das finde ich nicht lustig. Slingshot-Glitch? Ja, es ist halt so, der ist hier auf dem Boden. Ich gehe in ein Haus rein, geh wieder raus und plötzlich fliegt der aus einem halben Meter wieder auf den Boden. Ah. Life is Strange. Sehr schönes Spiel. Das ist ein anderes Spiel, ja. Aber in dem Spiel passieren solche Sachen meines Wissens nicht. Da passiert ganz anderer abgefuckter Scheiß. Der Sturzattacke macht er manchmal einfach nicht. Voll komisch. Er fällt auch runter und schlägt dann zu. Also Sturzattacke in diesem Teil will manchmal wirklich einfach nicht. Ich glaube, ich laufe gerade die ganze Zeit im Kreis herum. Wenn ich unbedingt vermeiden will, das Leben zu verlieren. Ich weiß nicht, wie gut der Bradley mich heilen wird. Lol, gebacksteppt. Ja. Und noch ein Langschwert. Okay. Ach, jetzt? Hallo, mein Freund. Bin halt nicht. Mal. So, diesmal stirbst du, bevor du unten ankommst. Jetzt muss ich hier hoch und das will ich nicht. Na gut, Schränkung, stirbst du unten. So, dich lass ich einfach in Ruhe, sonst verrecke ich wieder nur an dir. Aber ich habe auch keinen Punkt, wo dieses komische Ding sein könnte. Du Bradley, kämpf mal du gegen den. Oh. Blutungsschaden. Ganz nett. Ja, diese vielarmigen Viecher sind da ganz schön nervig, was das angeht. Ich mag die halt nicht, weil die auch gerne, wenn die... Aber die haben auch eine ganz komische Hitze, die manchmal treffen die einfach nicht. Ja, das hatte ich vorher auch. Wenn du direkt bei denen stehst. Ja, die treffen dann bei mir aus irgendeinem Grund nur beim zweiten Mal. Ich meine, ich beschwere mich nicht, wenn ich nur halb so oft getroffen werde. Irgendeiner hatte hier... Naja, gut. Du, Bradley, halt mich mal bitte... Wird schon, in den Kommentaren wird schon einer wissen, wo die sind. Ich liebe diesen NPC einfach. Die Estus-Schad, meine ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Denn der könnte von mir aus gerne... Ja, also ich in den Kommentaren wird schon irgendeiner wissen, wo die Estus-Schad ist, und wir dann sagen. Explosive Wucht. Ja, das ist ein Wunder, was gar nicht mal so schlecht ist, wenn man an Mönchen spielt, aber ich kann damit nicht gescheit umgehen. Nee, lassen wir's. Ich könnte jetzt noch Ewigkeiten rumeiern, das will aber auf YouTube auch keiner sehen. Dann würde ich sagen, wir haben noch, wenn ich das am Anfang raus... Ich könnte mal sagen, noch 10 Minuten wollen wir... Willst du gerade in der Werft weitermachen oder sollen wir noch kurz im Turm weitermachen? Ich würde dann gleich den Turm machen. Mein Problem ist, auf Kuba Phil, schon von Bradley. Ach Mist, ich war zu lange. Ja, der haut am halben Weg ab. Ich habe auch noch einen Lebensstein bekommen, das ist gut. Okay, dann warte ich in den Dienstbotenquartieren auf dich, dass du deine Rufsymbol setzt. Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Weiß ich nicht. Weil du unbedingt diesen Lebensstein. Was soll das bringen, wenn ich den Lebensstein nutzen muss, den ich bekommen habe, um wieder runterzukommen? Das ist dann worthless. Ja, also wie gesagt, ich war dann in Dienstbotenquartier auf dich. Ach, ich muss hier hin. Ja. Ach, das ist ein Kamikaze-Typ! Der hat mir Schaden gemacht. Ich hab einen Feuerpfeil bekommen. Und da ist noch einer. Das sind zwei von diesen Viechern. Ich glaube, hier sind auch die Gifts. Oh Mann, nee. Ich mag die Wesen nicht. Der Typ, der vor dem Leuchtfeuer versteinert ist, der gibt dir die Scherbe. Ach so! Ja gut, ich habe ja noch einen Duftzweig. Dann level ich ja mal kurz auf bei der alten. Okay, das war ein riesiger Fehler. Hahaha. Jetzt sind die NPCs nicht so doof, hier hochzukommen. Wahrscheinlich. Doch. Sag, wenn du dann in Dienstbotenquartieren bist, weil ich will den Verfolger noch einmal killen. Jo.
So, also der versteinerte Hugo da hinten. Den ich eh noch entsteinern wollte. Du willst mir sagen, dass der Bereich mir nichts gebracht hat? Effektiv. Ja, die Werft hat ein paar Sackgassen. Ich glaube, dass ich das Schwert erst kriege in Richtung Boss. Hallo. Ninja. Alter, krieg ja nicht eine Hitbox. Danke. Diese Werft ist einfach riesengroß und ich brauche einen NPC. Hi, Ganashia. Bist du ein Gegner? Ja, bist du. Warte mal kurz, der hat es überlebt. Es ist Lakorscherbe, there we go. Oh Gott, der, oh so, der hält gar nicht mal so viel aus. Okay. Er sah bedrohlicher aus, als er war. Ich bin zugegebenermaßen allerdings auch nicht mehr ganz auf dem Level, auf dem jetzt, wenn man hier ankommt. Andererseits ist das nicht meine Schuld, wenn man die Duftzweige erst zu spät kriegt. So, dann jetzt aber wirklich Dienstbotenquartiere und Verfolger killen. Haha, der Doc wird dich killen. Ach, da unten. Da ist, müsste dann auch gleich der Ring sein. Warte mal kurz. Das hatte ich ja noch nie. Dass sich die Gegner heilt haben. Das wusste ich tatsächlich nicht, dass es geht. Aber warum muss ich jetzt... Die Gegner haben meistens Estus Flask dabei. Mein Problem ist gerade, dass ich vergiftet bin. Ist das ein Shard, den du gefunden hast? Irgendwas, was ich reinwerfen kann oder so. Noch, ja, ich habe noch eine Bombe. So, okay. Nächste Estusladung hinzugefügt, dann jetzt aber wirklich Dienstbotenquartiere. Wurfmesser, Flammen, was? Ja, brennende Wurfmesser. Ach, hallo. Hm? Also ja, wie gesagt, Dienstbotenquartiere, da warte ich jetzt auf dich. Ring des König, ja. Bei meiner Suche. Ah, hallo. Hallo. Ach, den Hammer kenne ich doch. Ja. Was ist das für ein Schild? Ist das der Drachenschild? Wächter Drachen Parma. Ah, ja, das ist das Gegenstück zu meinem hier. Ich finde das Ding schön und es ist gut. Man also, kommen, gehen wir runter. Zwei Dinge, die passen. Ich meine, das ist das Beste, was ich momentan habe. Ziemlich enge Arena, aber ich habe immer keine Sprengfässer. Ach stimmt, den Anschluss kann man ja blocken. Das deckert ja sogar, das ist richtig nice. Okay, das kann man nicht blocken. Ja, ich weiß, ich muss mehr ausweichen. Schenkt's euch. Große Freude. Na gut, ich bin jetzt halt verflucht. Glitzerndes Titanit. Ja, nice. Gut, dann hier muss ich wieder so einen Sucher einsetzen. Pharos Wahrheitsfinder, so hieß das Ding. Ach, hier ist eine Kiste. Wahrheitsverkünder. Priesterglocke. Nice. Also, juckt mich nicht, aber ist trotzdem nice. Gut, ich zeig das Ding mal. Ja, das Ding. Ah. Müsste ich aber jetzt in Wille skillen, um das nutzen zu können. Also, ja. Dann war das eine weitere Runde Dark Souls 2. Im nächsten Part bin ich dann wieder alleine. Man sieht sich. Ciao. We'll be right back.